Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hatte ja letztens ein Video gemacht über den Ford Explorer und seine überraschend große Effizienz und war auch relativ angetan von der Software. Ja, und in diesem Video möchte ich euch die Software vom Ford Explorer mal ein bisschen genauer vorstellen. Ich habe den Wagen leider nur einen Tag gehabt, deswegen verzeiht mir, wenn ich euch nicht die letzten Geheimtipps hier in diesem Video zeigen kann, aber zumindest einen groben Überblick über die Software, was sie kann, wie sie bedient wird und wie das Ganze aussieht. Das finde ich ziemlich spannend, denn sie ist irgendwie für mich deutlich angenehmer als die von allen VW-Modellen. Aber das müsst ihr entscheiden, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Also bleibt unbedingt dran. Gut, dann legen wir mal los. Also ihr wisst ja, Ford hat die MEB-Plattform adaptiert. Das heißt, die Software hier ist eigentlich auch komplett VW. Ford hat sie aber für sich angepasst. Der erste große Unterschied ist schon mal, dass wir hier ein Hochkant-Display haben. Also nicht quer, sondern Hochkant. Auf dem Homescreen erreicht man hier durch dieses kleine Haus-Symbol. Da haben wir natürlich auch Kacheln und man kann sie auch swipen, ne, hin und her. Und da gibt es immer so ein Wupp-Geräusch. Das ist schon mal ganz cool. Ab und zu hakt es auch ein bisschen. Momentan läuft es doch recht flüssig. Und man kann die Kachel natürlich auch konfigurieren. Lange hier drauf drücken. Zack, dann erscheint hier eine Liste, die man hier reinziehen kann. Man kann auch neue Kacheln erstellen. Und dann ist das Ganze wieder fertig. Ja, durch Druck auf die Kacheln kommt man dann in Unterscreens. Das kennt man auch von VW. Hier fällt jetzt noch auf 3D-Fotorealismus und so glossy Buttons. Ja, das ist so ein bisschen wie Benutzerinterface von vor 10 Jahren. Auf so einem iPad oder so einem aktuellen Smartphone, da sehen die Benutzeroberflächen doch deutlich cleaner aus. Aber Designer von Autosoftware bei den Autokonzernen, die scheinen da irgendwie einen anderen Geschmack zu haben. Gut, ihr seht aber, das Ganze ist doch relativ flüssig. Ich habe auch hier oben so Shortcut-Buttons. Da haben wir hier zum Beispiel die App-Liste. Kann ich auch wieder scrollen. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass ich jetzt hier 6 Apps habe und hier wäre noch eine Reihe frei. Warum ist sie nicht ausgefüllt? Kann ich auch nicht sagen. Jetzt, wenn ich hier unten wische, seht ihr, kleiner Bug gefunden. Wenn ich hier unten wische, dann wischt es nicht. Ich muss also bei den Kacheln wischen. Komischerweise. Ah ja, ab der Mitte. Ja, okay. Ich lerne auch dazu gerade. So, hier unten wischt es nicht mehr. Alles klar. Ja, wir haben hier die Buttons, ne, Telefon, Radio, Navigation, Fahrzeug und so weiter. Das kennt ihr alles von VW. Wir haben hier die Shortcuts. Da wäre zum Beispiel was mit Fahrzeug. Muss ich das Auto erstmal einschalten. Sekunde. So, jetzt kann man es machen. Auto holt, so ein paar Shortcuts. Hier kann ich auch nochmal laden drücken. Überhaupt kommt man, wie so oft, mit verschiedenen Wegen zum Laden. Also hier komme ich zum Laden, ne? Dann kann ich hier zum Laden kommen. Ich kann auch hier über die Apps irgendwo laden. Da ist Laden. Also ganz viele verschiedene Wege führen zum selben Bildschirm. Wo wir gerade beim Ladeschirm sind, also hier kann man die maximale den State of Charge einstellen, wie viel man laden möchte. Das ist sehr schön gelöst, sieht auch optisch sehr schön aus. Hier hat man Ladeorte, das kennt man. Hier hat man Optionen, da geht es um die Schnellladefähigkeit. Da kann man sie auch optimieren. Dann wird nämlich der Akku vorgeheizt. Das wird einem angezeigt, wie viel Ladegeschwindigkeit man mit dem aktuellen Akku, mit der aktuellen Akkutemperatur gerade erreichen kann. Und beim Setup hier, da gibt es dann diverse Einstellungen, die man auch aus VW kennt. Etwas anders angeordnet, alles schön groß, finde ich. Also auch diese Schaltflächen hier, auch so ein bisschen 3D, ne? Also so wie man das von vor 10 Jahren kannte. Ist aber sehr gut, dass es so groß ist, weil für mich als Brillenträger, also Lesebrillenträger, ist das alles sehr gut abzulesen. Battery Care Mode, da wird eben die Batterie nur bis zu so und so viel Prozent geladen. Das kennt man alles. Der E-Routenplaner ist wichtig fürs Navi. Da hat man dann die Ladestopps in der Zielführung, die kann man auch weglassen, macht aber ehrlich gesagt beim E-Auto keinen Sinn. Hier kann man die Restreichweite einstellen, mit wie viel man beim Ziel ankommen möchte, mit wie viel man beim Laden ankommen möchte, ob man das Ford Blue Oval Charge Network berücksichtigen möchte und so weiter und so weiter. So ein paar Funktionen gibt es hier noch, Reichweite in der Karte anzeigen und jetzt kommt das Wichtigste, automatische Optimierung Schnellladen. Ja, kann man ausschalten, sollte man aber einschalten. Denn dann, wenn es aktiv ist, also hier kann man es auch nochmal abschalten, witzigerweise. Genau, da kann man es einschalten.
Und hier kann man es einschalten. Irgendwo, ich weiß nicht genau wo, ich glaube hier war es, da kann man die Batterie manuell vorkonditionieren. Und zwar nur dann, wenn die optimale Schnellladefähigkeit nicht schon erreicht ist. Jetzt haben wir die optimale Schnellladefähigkeit. Wir können mit 85 kW laden. Wir haben allerdings auch 73% im Akku. Gut, was haben wir denn noch? Fahrzeug hatte ich gesagt. Dann haben wir hier natürlich das Schnellmenü mit so ein paar Shortcuts. Ich übersehe das immer, weil das hier so oben irgendwie versteckt ist. Aber von VW kennt man das. Hier haben wir es auch. Displayhelligkeit. Alles da. So, und jetzt kommen wir hier zum Fahrmodus. Normal, Sport, Individual, Eco. Ne, kennt man auch von VW. Hier fehlen irgendwie zwei Schaltflächen. Ist irgendwie so unsymmetrisch. Hätte ich doch dann wenigstens in die Mitte gemacht. Und dieser Farbprofil-Button hat gar keine Funktion. Wozu der dann gut ist, weiß ich nicht. Und hier ist dann die Auswahl für die Nutzer. Alles klar. Und jetzt kommt wieder dieselbe Inkonsistenz wie bei VW. Wenn ich zum Beispiel einen Button betätige, nämlich zum Beispiel die Apps, dann kann ich toggeln, drücke ich nochmal drauf, bin ich wieder da, wo ich vorher war. Das gleiche gilt auch für das Fahrzeugmenü. Drücke ich drauf, bin ich im Fahrzeugmenü, drücke ich drauf, bin ich wieder da, wo ich vorher war. Aber jetzt bin ich beim Fahrprofil, drücke ich drauf, erwarte ich doch wieder zum Homescreen zu kommen. Aber nein, es geht nicht. Ich komme nicht wieder zum Homescreen. Das gleiche, Homescreen. Mit der User-Einstellung komme ich nicht wieder zum Homescreen. Das versteht man irgendwie nicht. Na? So, also irgendwie inkonsistent. Aber war schon bei VW so, hier ist es genauso. Ja, wir haben Radiomedien, das ist auch noch so ein Ding. Also hier haben wir unten nämlich noch eine Steuerung für die Lautstärke. Das ist so ein Slider. Den sieht man aber kaum, zumindest die Beschriftung nicht, weil das alles so Klavierlack ist. Und jetzt möchte ich mal ausmachen. Und das ist irgendwie blöd gemacht, weil man kann die Beschriftung überhaupt nicht erkennen. Man muss das wissen, dass das ein Slider ist. Gut, wenn einem das Auto gehört, wird man es irgendwann wissen. Hier auch wieder so glossy Buttons, ne? Dann kommen wir mal zum Navigationssystem. Das hat auch noch so ein paar Eigenheiten, nämlich dieses Widget hier. Das ist ganz witzig, das entspricht mehr oder weniger diesem Widget, was VW immer in der rechten Seite hat. Die haben ja das Display quer, hier ist das Display hochkant und deswegen kann dieses Widget hier verschwinden. Und man kann es in zwei Größen haben, nämlich diese Kurzform oder weg oder eben Vollbild. Und welche Funktion hat das? Das sieht man erst, wenn man irgendwo hin navigiert. Und das machen wir jetzt mal. Navigieren nach München. Meintest du München? So, jetzt drücke ich auf 1, aber es reagiert nicht, weil er will Sprache haben, weil er schreibt alles auf, was ich hier sage. Sorry, das kann ich noch nicht. Genau, weil ich kann nämlich nicht drücken. Ich muss jetzt 1 sagen. Du kannst einen Eintrag oder eine Zeilennummer nennen oder sage zurück. 1. Zeile 1. Okay, München, Zentrum. Gute Fahrt. Ja, seht ihr, ist auch irgendwie komisch, dass ich da nicht drauf drücken kann, solange die Sprachführung aktiviert ist. Gut, sei es drum, die Karte selbst ist auf jeden Fall wieder sehr schön flüssig, also gefällt mir gut. So, hier sehen wir also die Route. Es wurden Ladestopps eingeplant, nämlich 2 Stück. Und wenn ich jetzt diese Route übernehme, dann kann ich hier dieses Widget reinziehen, so einmal in der Kurzform. Dann sehe ich hier eine Ladestation, irgendwie ein Restaurant, einmal Ionity, noch eine Ladestation und hier das Ziel. So, was bedeutet das nun? Muss ich groß ziehen? Das bedeutet, ich habe hier Hinweise. Ne? Das sind jetzt keine Ladeplanung in dem Sinne, das ist so eingerückt, das heißt, es ist ein Hinweis. Es ist ein Hinweis auf eine 11 kW Ladestation in 3 Minuten Entfernung. Wozu auch immer ich diesen Hinweis kriege, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich die nächstgelegene Ladestation. Dann habe ich das nächstgelegene Restaurant, ist auch in 3 Minuten entfernt. Gut, brauche ich jetzt nicht, weil ich will ja jetzt gleich losfahren, da will ich vorher nicht noch was essen gehen. Aber gut, dann kommt der erste Ladestopp, Ionity 350 kW. 37 Minuten laden. Mit wie viel Prozent ich da ankomme, sehe ich hier nicht. Ich sehe hier auch nicht, mit wie viel Prozent ich am Ziel ankomme. Und das ist immer noch so ein bisschen schade, dass ich nie sehe, mit wie viel Prozent ich am Ziel ankomme, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich muss dann erst hier drauf drücken. Dann sehe ich, okay, ich komme mit 12% an. Kann mir das auch noch in der Karte anzeigen lassen.
hier ist Ionity. Na? Und könnt ihr jetzt auch noch weitere Ladestationen suchen, die in der Nähe sind, kann ich auch filtern, ne, nach den üblichen Kriterien, über 150 kW, freie Ladesäulen sollen angezeigt werden und auch Ionity und eben Ford Blue Oval Charger Network. Wenn ich nur Ionity will, das habe ich jetzt ja gelernt, muss ich freie Ladestationen und das hier wegnehmen. Dann werden mir nur Ionity-Ladestationen angezeigt und voilà, hier sind sie. Und da könnte ich mir sie jetzt aussuchen, wenn ich nur Ionity anfahren möchte. Gut, am Ziel muss ich auf München drücken. Dann sehe ich, ich komme dann mit 12% am Ziel an. Das würde ich mir, wie gesagt, wünschen, dass das irgendwo hier oben in diesem Widget stehen würde, wie viel Prozent ich am Ziel habe. Aber vielleicht kommt das ja noch mit dem nächsten Software-Update. Ja, Klimatisierung haben wir hier unten. Da gibt es halt die Temperatureinstellung und entsprechend die Belüftung, Heckscheibenheizung, Sitzheizung und so weiter, aber auch Klimaanlage. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lüftergeschwindigkeit verstellen will, dann muss ich hier auf dieses Lüfter-Symbol drücken. Dann komme ich in den Klimascreen. Und das ist jetzt was, was ich auch nicht verstehe. Jetzt habe ich hier was Blaues. Ich denke, ich kann das hier verstellen. Das kennt man ja von einigen Autos. Ist natürlich nur eine optische Symbolisierung, weil ich habe hier in Wirklichkeit manuelle Lüfterverstellungen. Und hier wird es offensichtlich nicht aktiv angezeigt, weil der Beifahrersitz leer ist. Obwohl hier jetzt, wenn ich meine Hand dahin halte, da kommt Luft raus. Wenn ich die Lüftung jetzt mal ein bisschen höher drehe, ja, da kommt auch ordentlich Luft raus. Ne? Und wenn ich jetzt hier auf quasi auf den Körper, Gebläse auf den Körper einstelle, dann kommt hier Luft raus. Hier ist aber nichts blau, sondern nur hier. Es ist auch so ein bisschen inkonsistent. Verstehe ich jetzt nicht wirklich, ne? Warum das so gelöst wurde. Aber gut. Ihr seht, es gibt Licht und Schatten bei dieser Software. Warum sollte es auch anders sein als bei VW? Jetzt würde mich eure Meinung mal interessieren. Wie seht ihr diese Software jetzt gerade im Vergleich zu der von vielleicht eurem ID-Modell, wenn ihr eins habt? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Optisch finde ich es doch ein bisschen ansprechender, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht warum, weil sie doch irgendwie ziemlich gleich ist. Aber so bei der Benutzung hier den ganzen Tag jetzt schon in diesem Auto, da habe ich mich damit irgendwie besser angefreundet als mit der in den letzten ID-Modellen. Keine Ahnung warum, ist irgendwie nur mein persönliches Gefühl. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und lasst mir gerne auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.